Wann arbeitest du ernsthaft an dir? Du kannst das. An dem Tag, an dem Leute aufhören, mir vorzuwerfen, was ich zu tun zu lassen habe. Meme-Container. Sweet Child O' Mine, einer meiner absoluten Lieblingslieder. Das erste Lied ist sogar Welcome to the Jungle, ein unglaublich geiler Song. Ich mag tatsächlich das Lied, ich weiß, jetzt werden mich wahrscheinlich auch einige steinigen, weil ich das Lied nicht mag. Ich mag Welcome to the Jungle tatsächlich nicht besonders gerne. Wusstet ihr zum Beispiel, dass ihr im Deutschen mehrere Worte aus dem Italienischen benutzt? Was zum Beispiel ein typisch deutsches Wort ist, was zum Beispiel ein typisch italienisches Wort ist, was wir aber im Deutschen fast immer verwenden oder fast jeder von klein auf schon verwendet, ist Mama. Mama, was wir sagen, wird im Italienischen Mama ausgesprochen und ist das gleiche Wort für die gleiche Bedeutung für die gleiche Person. Also Mama und Mama, das ist beides Italienisch. Ey Türke, mich würde interessieren, was sagt dein Gott zu solchen Aktionen eigentlich? Was sagt dein Gott zu solchen Aktionen, hä? Schon mal was von Respekt gehört? Ora Ruvi. Max. Muss ich jetzt wissen, wer du bist? Süddeutscher, Max. Oh. Alter, die ganze Zeit auf den Bauch gestarrt. Ja, das ist mein ganzer Stolz. Ich denke mir immer, warum ein Sixpack haben, wenn ich auch ein ganzes Fass haben kann? Warum soll ich mich mit weniger zufrieden? Ja, jetzt muss ich gleich mein Bahnticket rausholen. Achso, okay, ich verstehe. Die haben mich schon am Bahnhof wieder genervt vorhin. Hast du schon mal überlegt, eine Malle-Song aufzunehmen? Wie soll der ausschauen? Ich bin der Drachenlord. Ich bin der Drachenlord. Hände hoch, Wochenende oder was? Oder Hände nach hoch, ich bin der Drachenlord. Wie lange streamst du heute? So lange, wie ich brauche. Skur, skur in meinem Audi ist doch lange. Findest du? Ich weiß ja nicht, ob ich den als Malle-Song durchgehen lassen würde. Warum reagierst du empfindlich, wenn man dich fragt? Weil ich die Milliardenmal schon beantwortet habe. Und Ed, du bist schon so lange dabei, du müsstest eigentlich wissen, warum ich da keinen Bock auf die Frage habe. Allein dafür sollte ich dich eigentlich den Rest des Streams muten, weil das ist so eine unsinnige Aktion gerade. Würdest du mich für 19 Galaxien grüßen? Was für 19 Galaxien? Als ob du 19 Galaxien hier raushaust. Nein, würde ich trotzdem nicht machen, weil ich grundsätzlich halt... Renner Winkler, Ozan Pinkler, Cyber Dragon Lord, I wish you all the best for your survival trip in hotels or in front of supermarkets. Viele Grüße an Offenke, Simon, Markishis, Eddie, Arnie Digger und Planter vom Planet 77 und Goodney das Eider Hund. My mother told me someday. Entschuldigung. Ja, das ist wieder typisch. Und gerade wenn ich mit Mädels streame, dann heißt es immer gleich, Drache, backiert die an. Schau mal, wie der die angräbt oder so ein Blödsinn. Ja, oder hat sich verliebt, was weiß ich, obwohl das ja gar nicht so wahr ist, ne? Es ist einfach nur matchen, einfach nur Freundschaft fertig. Mehr ist da nicht. Richtig. Hübsches Mädel schreibt hier auch gerade lauter. Einfach.
bro. Like, what is this? Motherfucker said this the IRL and then this the Roblox avatar. Like, yo, what's going on, bro? Like, yo. Leute, ohne Sch. Hat es für euch wirklich ausgesehen, als ob ich vom E-Roller gefallen bin? Dann entschuldigt, dann habe ich es nicht so elegant gemacht, wie ich gedacht habe. Ich bin gesprungen. Heaven. Heaven will kill me. Der Himmel will mich töten. Es gewittert gerade. Helft mir, ich bin hinter einer Maske gefangen. Schaut mal her, wer ich bin. Hey, was geht denn? Oh. Mums, der Schrei. Putzt. Ja, ich hab Zähne geputzt. Nee. Gestern Abend habe ich Zähne geputzt. Heute Morgen habe ich es vergessen, merke ich gerade. Geduscht habe ich heute Morgen. Wow, you have amazing eyes. Ah, jemand, der kein Deutsch spricht, gefällt mir immer gar nicht. Da weiß ich immer nie, was passiert. Ah, bleib mal lieber bei Leuten, die Deutsch sprechen können. Na, wer? Kennst du mich? Nö, soll ich? Musst du, ist besser für dich, wenn ich... Sorry, aber ich glaube nicht, dass. Aber ich glaube nicht, dass du weißt, wer ich bin. Aber wenn du jemanden kennen solltest, dann ist es Drachenlord. Und wenn du mir so kommst, Digga, ne? Sorry, auf so einen Scheiß habe ich keinen Bock, Alter. Wenn du so arrogant bist. Tschüss. Seht ihr, ich glaube, ich hacke, Alter. Kennst du mich? Nein, ich kenne nicht, Digga. Sondern das, Alter. Sag mal, hast du eine geile Frisur? Was ist mit deinem... Du bist ja schon crazy. Hat nicht, oder? Eine schlechte Laune. Ich weiß noch nicht gerade, was ich... Weiß gerade noch nicht, was ich sagen soll. Ich bin müde. Ich habe gerade so viel Liebe zu geben. Dankeschön. Aber das ist nicht unbedingt mein Problem.